nicht sein. Das geht doch nicht. Da muss doch 5 rauskommen. Oder nee, doch 6. Sweet. Nach dem ganzen Essen, nach dem Ungesunden, was wir in den Ferien gegessen haben, achten wir noch mal ein bisschen mehr auf gesunde Sachen, die aber trotzdem lecker schmecken. Und da haben wir uns direkt gedacht, machen wir doch einfach mal Smoothie-Eis. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch mein Video gefällt, würde ich mich natürlich über einen dicken Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren und das kleine Glöckchen aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Video. Wir machen heute erstes Butter Karamelleis, Mango-Eis und Cookies and Cream. Und jetzt blende ich euch mal ganz kurz ein, was ihr am Abend vorher noch vorbereiten müsst. Schneidet euch mehrere richtig reife Bananen in kleine Stücke. Je reifer die Banane, desto leckerer am Ende euer Eis. Dann füllt ihr die Bananenstücke einfach hier in so einen Ziploc-Beutel. Für eine Portion Smoothie-Eis braucht ihr ungefähr 3 gefrorene Bananen. Also seht zu, dass ihr immer genug Vorrat habt. Dann braucht ihr noch irgendeine vegane Milch, wenn ihr euer Eis vegan haben wollt. Ich nehme hier immer so einen heiß Kokosdrink. Ihr könnt aber auch Mandelmilch nehmen. Und wenn ihr es nicht vegan haben wollt, dann könnt ihr auch einfach ganz normale Milch nehmen. Aber was auch bestimmt lecker ist, Kokosmilch, weil dann wird das Eis besonders cremig. Und dann füllt ihr das einfach in so Eiswürfelform. So, und jetzt braucht ihr nur noch alles einzufrieren. Und eure Eiswürfel. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Denn dann seid ihr startklar für euer Smoothie-Eis nach der Schule. Für das Karamell-Erdnussbutter-Eis braucht ihr einmal Kakaopulver, eure gefrorene Bananen, 6 von euren Eiswürfeln, dann einmal Erdnussbutter, etwas Vanilleextrakt, Kokosblütenzucker. Und zur Verzierung braucht ihr auch noch so Deko-Sachen, Schokoherzen oder so Kokoschips. Und dann braucht ihr natürlich noch einen Mixer, am besten so einen Hochgeschwindigkeitsmixer. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Vitamix, die mir diesen coolen Mixer kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Denn der kam gerade richtig, weil meine ganze Familie und ich wollen auch jetzt mal was gesünder leben. Und da kann ich euch in Zukunft ja auch nochmal ein paar coole Sachen machen, die ich mit dem Mixer hier gemacht habe. Fragt auch auf jeden Fall eure Eltern, ob ihr schon mit einem Mixer alleine rumhantieren könnt. Aber sonst könnt ihr das Rezept natürlich auch mit euren Eltern zusammen ausprobieren. Als Untergrund braucht ihr natürlich etwas Flüssigkeit. Ich nehme jetzt hier so einen Reiskokosdrink. Macht nicht zu viel rein, sonst wird euer Eis hinterher zu flüssig. Und dann braucht ihr noch 3 gefrorene Bananen, also nicht 3 gefrorene Bananenstückchen, sondern macht mal so nach Augenmaß, dass ihr so denkt, ihr hättet jetzt 3 gefrorene Bananen da drin. Jetzt kommt ein Esslöffel Kakaopulver da rein. Die Eiswürfel. Und ein bisschen von diesem Vanilleextrakt, am besten nur so einen Schuss. Die Erdnussbutter kommt dann zum Schluss drunter. Jetzt kommt ein Esslöffel Kokosblütenzucker dazu. Ihr könnt auch Ahornsirup nehmen, aber dann habt ihr das Eis wieder ein bisschen flüssiger. Jetzt geht's ans Mixen. Ihr setzt den Deckel drauf. So. Und dann brauche ich mit meinem Mixer einfach nur hier auf das Eissymbol klicken. Dann macht ihr das schon von selber. Und bei eurem Mixer könnt ihr einfach auch Hochgeschwindigkeit schalten. Jetzt brauche ich einfach nur auf Play zu drücken.
So, und jetzt könnt ihr noch etwas Erdnussbutter dabei tun. Also wer keine Erdnussbutter mag, kann die natürlich auch weglassen. Aber da ich Erdnussbutter liebe, kommt das natürlich auch dazu. Und nun noch einmal kurz verrühren. So, und dann nehmt ihr euch einfach ein schönes Glas und füllt euer Smoothie-Eis da rein. Und dann könnt ihr einfach als Topping noch ein bisschen Schokoherzen oder so Kokoschips drauf machen. Und fertig ist euer Snack-Eis. Und das ist so gesund und eure Eltern werden euch nicht mehr verbieten, Smoothie-Eis zu machen. Als nächstes machen wir das Mango-Eis. Dafür braucht ihr eine halbe Packung Mangostückchen, wieder einen Esslöffel Kokosblütenzucker, wieder eure Eiswürfel, Kokosmus mit Zimtzieher, wieder drei Bananen. Und als Untergrund nehme ich diesmal anstatt Kokosdrink so echte Kokosmilch, damit das cremiger wird. Eisfunktion und schon lecker aus. Das Gute am Smoothie-Eis ist, es hat kaum Fett und ihr könnt davon ruhig viel essen. Vielleicht könnt ihr es auch schöner einfüllen als ich jetzt gerade. So, jetzt kommt noch ein bisschen Deko rauf. Ich nehme jetzt diesmal Kokosraspeln. Yummy. Läuft gut. Okay, Leute, jetzt kommen wir zum letzten Eis, nämlich zum Cookies and Cream Eis. Wer liebt nicht Cookies and Cream Eis? Also ich liebe es und heute noch besser in der veganen Version. Und dafür braucht ihr natürlich, weil es ja Cookies and Cream heißt, wieder echte Kokosmilch. So. Und dann wieder drei Bananus. Ups, das war ein bisschen mehr. Egal, haben wir mal ein bisschen mehr Eis. Okay, und jetzt kommt wieder ein Esslöffel Kokosblütenzucker dazu. Einen kleinen Schuss Vanilleextraktor. Eure Eiswürfel. Okay, und jetzt geht's ran ans Mixen. Klick, klick. Eisfunktion einstellen. Bing. Let's go. This ice is ready for eat. Bröselt ihr ein paar Kekse hinein. Ich habe jetzt hier so vegane Kekse. Ihr könnt natürlich auch echte Cookies und Cream Kekse nehmen, aber dann ist es natürlich nicht mehr vegan. Ja. Und jetzt noch einmal kurz durchmixen. Ready! Jetzt füllt ihr wieder euer leckeres Eis in euer schönes Glas. Probiert es jetzt ein wenig schöner als beim letzten Mal. Oh, das sieht so lecker aus mit den kleinen Keksstückchen. Schreibt mal in die Kommis, welche Sorte ihr am besten fandet. Ich weiß es noch nicht. Ich habe nämlich noch nicht den aktuellen Test von diesem Eis hier gemacht. Jetzt noch ein paar Keksstückchen oben drauf. Damit es auch schön aussieht. Okay, und jetzt der aktuelle Test. Mega lecker. Mmh, mmh.
ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich natürlich über einen dicken Daumen nach oben freuen. Und wollt ihr noch mehr Rezepte? Dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Damit ich auch sehe, dass ich euch noch ein wenig mehr Rezepte bringen kann. Und ich hoffe, ihr ernährt euch jetzt auch ein bisschen gesünder, dass ihr auch ein bisschen Lust dazu bekommen habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! We're doing it all.